Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir wollen hier nochmal mit ein paar der Leute quatschen, mit denen wir noch nicht gequatscht haben. Ich brauchst du das nicht. Okay, einen Bürger hatten wir schon, brauchen wir nicht. Da hinten gab es aber noch ein paar, mit denen wir quatschen könnten. Ich habe was anderes. Die Namen haben. Komm, wir quatschen nochmal mit Borka. Wo stehst du hier draußen rum? Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben. Hm, okay, mit dem können wir nicht wirklich viel quatschen. Ich hätte das anders gemacht. Können wir da einfach hin? Das will doch keiner wissen. Nee, nicht den anvisieren. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee, ich habe da meine eigene Meinung. Das war keine große. Ich kann hier anscheinend hin. Das will doch keiner wissen. Zu den Rittern? Ich hab was anderes gehört. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. So, Martin. Hey, du hast hier oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Was gibt's denn hier oben? Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Ich glaube jetzt nicht. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an. Sonst rufe ich die Wachen, klar? Kannst du mir etwas von dem... Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen. Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Okay. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. So, Meisterdegen. Hier, Runenschwert. Riesenmachete, Machete. Langschwert, Ring der Magie, Kurzschwert der Miliz, edles Kurzschwert, edles Langschwert, dann hier Morred Fett. Hat hier nichts, was ich haben will. Okay, die üben hier alle. Der hat aber wirklich nichts, was ich haben will oder gebrauchen könnte. Ich vermisse, dass ich hier nicht mehr diese Rolle machen kann beim Springen. Was wird sich hier ändern? Das war genauso, wie du sagst. Ich hätte das anders gemacht. So, wen gibt's hier noch? Bürgerin? Halvor. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Kannst du mir etwas über die vermissten Leute erzählen? Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Okay. Vermisst du jemanden? Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Leuchtet all denen, die kennst du jemanden, der vermisst wird? Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Wenn er das nicht sieht, welches Schiff soll denn das gewesen sein? Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Erzähl mir nichts, ich kenn sowas. Zeig mir deine Fische. Zeig mir deine Fische. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Nee. Erzähl mir nichts, ich kenn sowas. So, mal gucken, wer hier noch alles fehlt. Oder wer hier noch was zu sagen hat. Ja, hier ist einfach nur Bürger, Bürgerin, Bürgerin. Die sind nicht so wichtig. Da ist niemand drin. Hier haben wir noch eine Schmiede. So. Hi. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen.
Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Nee, da haben wir andere, die umsonst so was machen. Der heißt Arbeiter. Okay, der kann uns nicht helfen. Da ist ja auch noch jemand. Ignaz. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Erzähl mir über das Experiment und den Zauber. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Nee, kein Interesse. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Nee, erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Eine Spruchrolle halten. Okay, interessant. Tränke klaue ich jetzt mal nicht. So, dann gibt es hier unten bestimmt auch noch Leute. Oder? Irgendwo müssen hier noch welche sein. Hier geht es ja auch noch weiter. Ach ne, wir sind hier. Da geht's ja noch weiter. Er erzählt alles weiter. Fellan? Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Ich habe was anderes. Okay. Alvin? Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den Irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir.
Und was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellern macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Ich könnte mich um Fellern kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du's mir. Ach, so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Okay, Versuchsobjekt gefunden. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Ich werde sehen, was ich machen kann. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Okay. So, da haben wir Fellern. Ich speichere hier nochmal. Nicht, dass wir jetzt kaputt gehauen werden. So. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Hör auf zu hämmern oder ich breche dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Das wirst du beruhigen. Das darfst du nicht. Komm. Jo, grobes Kurzschwert nehmen wir mit. Ich hab was anderes gehört. So, nehmen wir ihnen den Hammer auch noch weg. Das war doch schon vorher klar. Er redet einfach zu viel. Hat aber 30 Erfahrungspunkte gegeben. Ohne Hammer kann er jetzt auch nicht mehr hämmern, ja? Ich habe es selbst erlebt. Ah, versuch das ja nicht nochmal. Hä? Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Kann ich mitleben. Obwohl, der tut mir schon ein bisschen leid. So, Alvin. Fellern wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Jo, und was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. Alter, okay. So, Bürgerin. Und das ist die Lucy. Was gibt's Neues? Ich frage mich, was die Paladine eigentlich hier wollen. Sie haben das Rathaus, die Kaserne und den Hafen besetzt, aber bis jetzt noch nichts unternommen. Wenn sie wegen der Orks oder der Banditen hier wären, hätten sie schon längst was unternommen. Es muss einen anderen Grund geben. Okay, was sind die interessantesten Orte hier in der Korinus? Vielleicht solltest du das besser einen Mann fragen. Wenn dir nach Unterhaltung ist, solltest du dich am Hafen umsehen. Aber wenn es dir darum geht, etwas zu kaufen, geh zum Marktplatz am Osttor oder in die Unterstadt. Wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten dieser Stadt? Seit die Paladine hier sind, haben sie die Kontrolle über die ganze Stadt übernommen. Laut André vertritt das Gesetz. Du findest ihn in der Kaserne. Aber solange du nicht gegen das Gesetz verstoßen hast oder dich der Miliz anschließen willst, brauchst du nicht zu ihm zu gehen. Okay. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist hier im Hafenviertel. Wo willst du hin? Zur Kaserne, Galgenplatz, Marktplatz, Adanos-Tempel, ins obere Viertel. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Lassen wir mal. So, aber wir speichern auch nochmal wieder. So, weil wir jetzt wieder ein paar neue Infos bekommen. Was denn geht denn hier ab? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels. Was machst du hier? Was machst du hier? Verstärkt.
Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Ah, okay. Du veranstaltest Kämpfe? Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Wie sind die Regeln für das Kämpfen? Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Ja. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich eben so einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Mhm. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Kannst du mich ausbilden? Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, dann tritt gegen mich an. Die Lektion ist ganz umsonst. Okay, dann... Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja, hier. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Jo. Alter. Na, mach schon. Fertig. Hör nicht auf. Ja, so ist gut. Nein, komm. Nicht schlecht. Ah, noch. Okay, nochmal. Okay. Obwohl. Wir warten ab, bis wir ein bisschen stärker sind. Dann quatschen wir nochmal mit dem. Ein bisschen stärker müssen wir ja werden. So, gibt's hier aber noch mehr? Fellern haben wir ja hier schon bekämpft. Das ist doch alles nur geredet. Bürger, Bürgerin. Die sehen aber auch alle gleich aus. Sonst gibt's hier nicht mehr viel, ne? Und wir haben hier noch so viele Quests offen. So, Jack. Können wir ja auch noch nicht helfen. Laris. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, dann würde ich sagen, macht am meisten Sinn, wenn wir jetzt zu dem anderen Bauernhof dahin gehen. Da, wo die Leute hier gedings werden. Wo waren das? Genau, ein bisschen weiter östlich. Ich bin jetzt aber neugierig, was es hier sonst noch alles gibt. Er musste es ja besser. Wir sind ja noch nicht wirklich weit hier aus der Map rausgekommen. Also durch die Weltgeschichte hier. Ach hier, genau, da wollen wir hin. Und wir haben jetzt wenigstens ein bisschen Gold auf Tasche. Einzige, was uns noch fehlt, ist tatsächlich hier... Komm, ich quatsch mal mit dir. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife.
Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Abu Djinn ibn Jadir ibn Umar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an? Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Okay, hast du auch anderen Tabak? Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Woher bekomme ich Apfeltabak? Woher bekomme ich Apfeltabak? 2 Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Okay. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Ja, lassen wir mal. Hört ihr Bewohner von Kurin? Ich will jetzt auch nicht gespoilert werden, was der dann... über meine Zukunft hier zu sagen hat. Ich habe was anderes gehört. Das ist mal wieder typisch. Aber wir gehen mal weiter. Was du nicht sagst. Beziehungsweise wir gehen auch mal hier rum. Nun könnte doch noch was sein. Bestimmt haben wir hier was übersehen. Wie das Sumpfkraut, das nachgewachsen ist. Und was gibt's denn sonst hier? Eine Feuerwurzel. Okay. Ja, dann gehen wir lieber doch die Straße entlang. Gut, dass hier die Treppe jetzt wieder ist. Aber ich hätte schon gerne eine bessere Rüstung. Ja, aber es dauert halt auch ewig, bis man hier irgendwie, also im Gothic, bis man eine vernünftige Rüstung hat. Na, wenigstens haben wir eine Lederrüstung. Auch wenn die noch nicht ganz gut ist. So. Genau, und dann sind wir hier wieder bei den Bauern. Die hier bedroht werden. Ich will mal was ausprobieren hier. War doch sturzbetrunken. Das war keine große Sache. So, hier speichern wir einmal. Und dann quatschen wir die nochmal an. Beziehungsweise... Hier, Bauernnot war das wahrscheinlich. Akilshof wird von Söldnern bedroht. Meine Meinung kennst du ja schon. Sind Alvarez und hey, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich würde sagen, wenn du leben willst, dann verschwindest du jetzt, kapiert? Na, warte! Nein! Ah, okay. Die sind ein bisschen zu stark. Dann gehen wir mal vielleicht lieber weiter. Hier können wir noch nichts machen. Gehen wir mal in Richtung Taverne. Da sind noch ein paar Banditen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich hoffe, der trifft mich jetzt nicht. Ja, renn so schnell wie du kannst! Bleib stehen, du Lump! Ja, ich geh schon. Ich hau schon ab. Sind noch hinter mir? Nee. Wieso sind die so stark?
Dann gehen wir mal lieber hier entlang. So, können wir noch was futtern? Da vorne ist wieder ein Wolf. Was haben wir hier? Der grobe Kurzschwert von Fellern. Aber gegen den Wolf kommen wir an, oder? Jo, komm. Okay, nice, das haben wir geschafft. So, Heilkraut und Feuernessel. So, der Wolf hat nichts mehr. Können wir eben... Komm, wir futtern mal den Fisch. Hat er nichts gegeben, oder wie? So, oben kommen wir ja nicht an. Ich speichere mal, nicht, dass sie jetzt von oben auf uns schießen. Ah, da sind aber ein paar Morets. Einer mit einem Clipping-Fehler. Ja, komm. So, und der hier auch. Ja, komm. So. Ich höre hier immer noch Morets. Alter, wie viele Pfeile hier sind. Genau, das will ich. Wollte mich hier hinsetzen. Noch ein Pfeil. Rostiges Schwert. Gold. Noch ein Pfeil. Die Zange nehmen wir mit. Gletscherquarz. Gibt's hier noch mehr? Ja, nochmal Gold. Pech. Ja, Pech haben wir auf jeden Fall sehr viel. Alter, wie viele Pfeile. Das waren definitiv Banditen. Jo, das dauert aber auch ewig, bis wir hier... Ein Hammer? Gold? Was ist denn das? Wolfszahn. So. Der ist sogar besser als der und braucht weniger Stärke. Das hört sich an, als wäre da drinnen was. Man erzählt sich ja so aus. Ja. Jo. Wie stark sind die denn? Nein. Schnell weg. Alter, was? Und ich habe nicht gespeichert? Oh nein. Alles wieder von vorne einsammeln. Okay. So. Ja, komm, triff den doch. Hallo. So. Alles wieder neu einsammeln hier. So, rostiges Schwert. Gold nehmen wir mit. So. Und die ganzen Pfeile hier. Zerkratzte silberne Schlüssel war das so. Hier ist nochmal Gold. Hautstampfer. Sonst gibt es hier nur noch das Pech. So, dann speichern wir hier. Jo. Und gehen jetzt an der Warte. Das hier. Da gibt ja mehr Schaden. Ja. Und jetzt noch. Hallo, geh raus! Einmal rauslocken.
Ja, so muss das. Da ist nichts zu holen. Okay, jetzt können wir was futtern. So. Und rein mit uns. Hier muss aber was... Oh, Lederbeutel. Und zu weit weg. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hier ist sonst nichts, oder wie? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, super. Okay. Ja, da war doch noch was. Gold. Und da war noch mal Gold. Stängelsumpfkraut haben wir auch noch vergessen. Und bevor wir mit dem da quatschen, würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.